Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute gibt es die Neuauflage meines PC-Hardware-Einkaufsführers in der Dezember 2020 Ausführung. Eigentlich wollte ich das Video schon im November bringen, jedoch ist die momentane Marktlage so kompliziert, was preislich und Verfügbarkeit anbelangt, dass ich wirklich so lange jetzt gewartet habe, aber ich wollte euch das Video unbedingt noch vor Weihnachten bringen, denn der ein oder andere hat vielleicht vor, sich doch nochmal einen neuen PC zu kaufen oder seinem Sohn oder wem auch immer. Und ja, deswegen sollte das Video unbedingt noch im Jahr 2020 kommen. Trotzdem muss ich euch sagen, momentan, wer nicht unbedingt 100, 200 Euro mehr zur Verfügung hat, sollte vielleicht durchaus die Finger von einem kompletten neuen System lassen. Wenn auch nicht unbedingt in den kleinen Preisregionen, also 750 und hier oben 500 Euro PCs, die sind nach wie vor immer noch recht attraktiv und kann man auch wirklich kaufen, aber die Preisregionen da, schwierig. Warum? Das sehen wir dann später gleich im Video. Und eben aufgrund dieser recht komplizierten Lage haben wir diesmal im Video doch ein paar Überraschungen, oder ich habe für euch ein paar Überraschungen parat. Ja, ich will nicht zu viel verraten, es hat ein bisschen was hier mit der Farbe meines T-Shirts zu tun. Ja, okay, jetzt habe ich vielleicht doch zu viel verraten. Ich sag einfach mal, wir starten mit der 500 Euro Konfiguration und dann arbeiten wir uns hoch bis zur 1500 Euro PC Konfiguration. Viel Spaß mit dem Video. Los geht's, wie immer, mit dieser leeren Oberfläche hier. Das ist pure Absicht, ich will euch nicht gleich alles auf einmal zeigen und ihr sollt ein bisschen überrascht sein, wenn wir jetzt die einzelnen Komponenten durchgehen. Das machen wir natürlich Schritt für Schritt. Wie immer auch die Erklärung von mir nochmal, ihr habt hier üben optionale blaue Felder und da oben grüne wiederkehrende Felder. Was verstehen wir darunter? Die grünen bedeuten, die sehen wir gleich im 750 Euro PC wieder. Also zwei Komponenten nehmen wir gleich mit in die neue Konfiguration und die optionalen. Das sind Hardware-Teile, die nicht mit im Preis inbegriffen sind, die ich euch aber zusätzlich empfehle oder als Verbesserung zu den bestehenden Komponenten, die ich euch für die 500 Euro und auch für die anderen Konfigurationen dann zeige. Und dann legen wir los mit der ersten Komponente und ich starte heute mal nicht zuerst mit dem Prozessor, wie sonst immer üblich. Wir nehmen als erstes Gerät ein Gehäuse. Das ist wieder dasselbe wie schon in den letzten Konfigurationsvideos. Das Sharkoon VS4-W. 31 Euro ist ein sehr guter Preis und ein günstiges Einsteigergehäuse. Die Wahl fällt immer wieder auf dieses Teil, einfach weil es bereits zwei vorinstallierte Lüfter im Gehäuse montiert hat. Und ihr seht es auch, der eine hinten im Heck, da leuchtet noch blau. Also habt ihr auch schon mal ein bisschen Farbe und noch ein Sichtfenster. Das ist natürlich nicht jedermanns Geschmack, ist klar. Gehäuse sind immer so eine, ja, vom optischen her auf alle Fälle ein schwieriger Aspekt, deswegen, wer keine Laufwerksschächte benötigt, der kann natürlich sowas weglassen. Da kauft sich ein Gehäuse ohne solche 5/4 Zoll Laufwerksschächte und mit einem großen Seitenfenster gibt es auch so für 30, 40 Euro ganz gute Modelle. Das ist natürlich jedem immer selbst überlassen. Ich habe das jetzt eben ausgesucht, weil es eben wie gesagt schon zwei bereits vorinstallierte Lüfter hat und eben die 5/4 Zoll Laufwerksschächte. Und da kommen wir nämlich direkt auch gleich zur ersten optionalen Komponente, die ich euch jetzt nicht mit in die Konfiguration mit reingerechnet habe. Das ist ein DVD- und Blu-ray-Laufwerk. Jeweils für 12 Euro das kleine DVD und 62 Euro aktuell so der Straßenpreis für ein Blu-ray. Wer sowas eben nicht benötigt, der kann eben wie gesagt sich auch jederzeit ein anderes Gehäuse kaufen und dann lässt es einfach weg. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Komponente. Und das wäre passend zum DVD- und Blu-ray-Laufwerk auch noch ein Anschlusskabel, ein SATA-Kabel, so um die 5 Euro. Das führe ich jetzt einfach mal mit auf, weil in eurem Mainboard-Karton sind nicht immer genügend Anschlusskabel für eure Laufwerke dabei. Wir haben natürlich auch noch eine Festplatte, vielleicht auch noch eine zweite, je nachdem, was ihr halt so benötigt. Und dann reichen die Kabel nicht, deswegen führe ich es mit auf, damit ihr einfach mit dran denkt. Und jetzt will ich euch nicht zu sehr auf die Folter spannen, wir gehen gleich mal direkt zur wichtigsten Komponente, was jetzt das ganze System ausmacht. Es ist die CPU und da kommt zum Einsatz Intel. Zum ersten Mal seit Monaten, muss man sagen, sind Intel CPUs wieder empfehlenswert. Warum? Nicht unbedingt, weil sie jetzt so viel besser geworden sind gegenüber den AMD Pendant, sondern einfach, weil sie im Preis so stark
gesunken sind und im Gegensatz die AMD-Chips so stark gestiegen, dass sie einfach wieder in den Konfigurationen sinnvoll werden. Wer sich auskennt mit Hardware, wird vielleicht jetzt sagen, hey Mensch, das ist doch nur eine 4-Kern-CPU. Ja, der Intel Core i3 10100 besitzt nur 4 Kerne, allerdings 8 Threads. Diese CPU ist richtig, richtig schnell. Ich habe dazu schon mal auf meinem Kanal ein besonderes Video gemacht. Da habe ich nämlich den Intel i3 10100 gegen meinen aktuellen Ryzen AMD Ryzen 2700X antreten lassen mit einer RX 590. Also eine recht solide Grafikkarte, passt ganz gut zum 4-Kerner und ist für den 2700X vermeintlich eigentlich ein bisschen zu klein. Aber schaut ruhig mal oben in der Infobox nach, ich verlinke euch mal das Video. Ganz schön überraschend, dieses kleine i3 Monster ist eine wahre Wuchtbrumme, wirklich wahr. Und warum ist das so? Einfach weil AMD momentan preislich extrem gestiegen ist. Vergleichbare 4-Kerner von AMD, der Ryzen 3 3100 und 3300X, kosten 125, 145 Euro, so in der Dreh rum. Das sind immer Tagespreise, schwankt auch ein bisschen. Und eigentlich konkurriert mit dem 10100 nur der 3300X und der kostet 30, 40 Euro mehr. Deswegen ist momentan Intel in der Preisregion absolut unschlagbar. Ich hatte im letzten Video einen 6-Kern, einen Ryzen 5 1600RF. 6-Kerne sind natürlich besser, die könnt ihr auch nach wie vor nutzen, aber auch der Chip kostet 120 Euro circa und ist auch wieder teurer. Dafür habt ihr aber 6 Kerne, die aber im Umkehrschluss wieder deutlich langsamer in nicht optimierten Games sind. Also der 1600RF leistet durchschnittlich ca. 10-15 FPS weniger wie der 10100 und deswegen ist dieser Prozessor bei mir in der Konfiguration heute mit drin. Oh, jetzt habe ich aber extrem viel zu dem ganzen Teil erzählt. Irgendwie klingt es fast so, als würde ich mich rechtfertigen dafür, dass ich einen Intel CPU einbaue in die 500 Euro Konfiguration, was schon immer seit Jahren mittlerweile AMDs Domäne war. Ja, aber es ist eben momentan einfach nicht mehr möglich, sich einen AMD für einen guten Preis zu kaufen, zumindest in der aktuellen Situation. Das kann im Januar, Februar, März schon wieder anders sein, wenn dann die Verfügbarkeit der CPUs und auch der Grafikkarten, dazu kommen wir aber gleich, dann besser ist. Wie gesagt, aktuell ist es aber eben nicht so und deswegen hat der i3 auch definitiv den Platz im 500 Euro PC verdient. Und deswegen schauen wir uns jetzt auch noch das Mainboard an. Wir brauchen ja auch noch einen passenden Untersatz. Und ich hatte es ja auch schon anfangs erwähnt, wir müssen preislich schon sehr, sehr stark knausern, einfach weil die Hardwarepreise im Allgemeinen sehr hoch sind. Und ich habe jetzt hier eins der günstigsten B460M Boards für Intel CPU Sockel 1200 rausgesucht, 73 Euro, das MSI B460M Pro. Das ist ein Einsteigerboard, das hat auch nur 2 Arbeitsspeicherplätze zum Beispiel, also ihr könnt nur 2 RAM-Riegel einbauen. Auch ansonsten ist es sehr spartanisch. Aber gerade für einen ganz günstigen PC und wer eben Geld sparen will, kann eben dann auch nicht so ins Volle greifen und deswegen ist dieses Board mit dabei. Und weil ich es gerade schon erwähnt habe, machen wir gleich weiter mit dem Arbeitsspeicher und auch da haben wir einen sehr guten Arbeitsspeicher, aber eben auch einen Einsteiger-RAM und das ist der G-Skill AEG 16 GB 2x DDR4 mit 3000 MHz. Das ist so ein richtiger Dauerbrenner von G-Skill. Das Ding wird gekauft wie warme Semmeln, ist aber auch wirklich ein sehr gutes Produkt und leistungstechnisch auf einem super Niveau und muss sich hinter den großen RAM-Riegeln nicht verstecken. Ihr braucht keine Kühlrippen, ihr braucht auch kein RGB unbedingt. Und ich sage sowieso, in der Preisregion ist RGB eh und je nichts, einfach gar nichts, weil ihr dann viel zu viel für das Bling-Bling-Zeug ausgeben müsst und habt viel zu wenig Budget für euren restlichen Rechner. Und deswegen ist dieses Kit definitiv eine absolute Empfehlung für den 500 Euro PC. Und ihr seht, es ist auch im wiederkehrenden Fenster, das sehen wir also auch gleich im 750 Euro PC wieder. Noch ein kurzes Wort zur Geschwindigkeit des RAMs. 3000 MHz ist eigentlich zu viel für den Intel i3, der unterstützt nur bis zu 2666 MHz RAM-Riegel. Ist aber kein Beinbruch, denn die 2666 MHz RAM-Riegel kosten genauso viel wie die 3000er. Also nehme ich natürlich logischerweise den RAM, der mir theoretisch ein bisschen mehr Leistung bringen würde, auch wenn es irgendwo sinnlos ist. Er kostet halt genauso viel, also nehmen wir den auch einfach. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil für einen Gaming-PC, die Grafikkarte. Und das ist echt so ein richtiges, ja,
ein absolutes Kompromissteil. Man muss wirklich sagen, ich habe jetzt mal die günstigste RX 570 Grafikkarte rausgesucht, die ihr euch kaufen könnt. Allerdings auch für einen extrem teuren Preis. Diese Grafikkarte für 188 Euro gab es mal vor ein paar Monaten, also im Sommer sage ich jetzt mal zur letzten Konfiguration, wenn ihr so wollt, für um die 140 Euro, 150 Euro maximal. Das Ding ist um 30 bis 40 Euro gestiegen. Und trotzdem ist es das günstigste Einsteigermodell in der RX 570 Kategorie. Und auch diese Grafikkartengeneration ist schon einige Jahre alt, wird aber immer noch verkauft als aktuelles Grafikkartenprodukt im Einsteigersegment. Das Ding ist nach wie vor ganz gut. Allerdings gibt es jetzt schon einige Blockbuster-Titel, wie was ganz frisch rausgekommen ist, Cyberpunk 2077 oder Red Dead Redemption 2. Mit solchen Spielen hat die Grafikkarte leider ein bisschen zu kämpfen, aber vom Budget her können wir uns keine stärkere einbauen. Die nächstbessere Klasse wäre eine RX 580 von AMD Radeon. Die kostet aber schon über 200 Euro, 220 Euro. Auch diese Grafikkarte ist extrem im Preis gestiegen und kostet halt damals oder hat damals so 180 gekostet, so ungefähr, wo jetzt diese Grafikkarte liegt. Und wer jetzt glaubt, mit Nvidia besser zu fahren, auch da muss ich euch leider sagen, sieht wirklich noch schlimmer aus. Vergleichbare Grafikkarten bei Nvidia, eine 1660 zum Beispiel, ist ein Tick schneller als eine RX 580, kostet aber um die 240 Euro. Also nochmal mehr und fällt dann definitiv aus dem Budget des 500 Euro PCs raus. Und eine etwas kleinere, eine 1650 oder 1650 Ti möchte ich euch nicht mehr empfehlen. Auch die kostet mehr als eine RX 570 und ist eben dann auch irgendwie nicht mehr wirklich sinnvoll. Vor allem, weil es auch von der Leistung her nicht besser ist als eine RX 570. Trotzdem möchte ich euch nochmal ein kleines Video oben in der Infobox zeigen. Ich habe nämlich mit der RX 570 schon mal ein Video gemacht. Das war ein Vergleichsvideo zwischen 4 und 8 GB. Da habe ich diese Grafikkarte genommen, genau das Modell, und habe es durch Benchmarks gejagt mit meinem Ryzen 7 2700X. Da könnt ihr mal schauen, wie gut denn die Grafikkarte letzten Endes vielleicht noch ist und ob sie vielleicht für euch was ist. Es sind nämlich auch ein paar Spiele dabei, die schon ein bisschen älter sind. Es sind aber auch extrem fette Titel dabei, wie eben Star Citizen zum Beispiel und das vorhin erwähnte Red Dead Redemption 2. Aber macht euch keine Gedanken, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen negativ klingt, die Grafikkarte hat schon definitiv keine Reserven mehr für aktuelle Titel. Jedoch, wenn ihr nicht unbedingt das absolut neueste auf absolut bester Grafik spielen wollt und doch mit dem einen oder anderen Detailregler ins Minus leben könnt, dann ist natürlich so eine Grafikkarte nach wie vor eine Empfehlung wert und vor allem eben, weil sie auch nicht ganz so viel kostet. Wenn man jetzt mal den Preis der Grafikkarten mal außen vor lässt, dass die eben sehr stark gestiegen sind, ist er immer noch im Einsteigersegment einer der besseren Modelle. Genug von Grafikkarten und CPUs, wir müssen natürlich auch noch unsere Spiele irgendwo hinspeichern. Und da habe ich dasselbe Modell wie schon im Juni in meiner Konfiguration, die Kingston A400 mit 480 GB. Das ist preislich leider das Maximum, was wir in die 500 Euro PC-Konfiguration quetschen können, 43 Euro. Ist auf alle Fälle ein recht günstiger Preis. 480 GB ist natürlich nicht ganz so viel. Deswegen kommen wir direkt gleich zur optionalen Komponente. Da habe ich für euch eine große HDD-Festplatte, keine SSD. Eine Seagate 2 TB, ebenfalls für 48 Euro. Da seht ihr mal, wie viel mehr Speicherplatz ihr mit so einer alten Magnetscheibenfestplatte kriegt. Alt ist natürlich ein bisschen undankbar. Die Seagate ist ein gutes, solides Modell. Und reicht natürlich für etwas weniger anspruchsvolle Spiele. Und wenn ihr eben mal 10 Sekunden länger warten könnt, bis euer Spiel geladen ist, dann ist so eine Festplatte auf alle Fälle immer noch eine Empfehlung wert. Und wenn es eben dann doch ein bisschen schneller sein soll und mehr Speicherplatz, dann müsst ihr ein paar Euros mehr ausgeben. Da kommen wir nämlich gleich zur nächsten optionalen Komponente, die Patriot Burst mit 960 GB und dafür aber für 83 Euro, also der doppelte Preis. Ist vor allem auch eine etwas schnellere SSD. Die Kingston ist im Einsteigersegment so angesiedelt. 500 MB lesen, 450 MB schreiben. Die Patriot Burst liegt tendenziell auf dem Papier immer über 500 MB. Machen wir gleich noch weiter mit der nächsten optionalen Komponente. Die finde ich besonders wichtig, ist aber leider auch wieder im Preis nicht drin für eine 500 Euro PC-Konfiguration. Der Intel i3 10100 gibt es jetzt hier in der Boxed-Variante. Ihr habt also einen Kühler von Intel bereits mit dabei. Wer allerdings schon mal Intel-CPUs verbaut hat mit dem Boxkühler, der weiß, dass das mit Ohrenschmerzen zu tun hat. Die Dinger sind laut, quieken und eigentlich schrecklich.
Und wenn ihr noch 21 Euro momentan Straßenpreis zur Verfügung habt, dann kauft euch so einen günstigen Einsteiger-CPU-Kühler, Einsteiger, ne, von Be Quiet. Den Purox Slim Tower Kühler ist wirklich ein sehr gutes Gerät und kühlt euren CPU definitiv leise und angemessen kühl. Und was fehlt natürlich noch? Wir müssen das ganze Zeug auch mit Strom versorgen. Ich weiß, da fehlt noch eine optionale Komponente, kommt gleich. Wir brauchen noch ein Netzteil und da habe ich auch wieder dem Preis geschuldet ein absolutes Knausergerät, allerdings von einem namenhaften Hersteller von Enermax, das Max Pro 2 500 Watt Netzteil. Es hat nur eine 80 Plus Zertifizierung, also keine Bronze. Macht euch da aber jetzt nicht unbedingt so sehr in den Kopf. 80 Plus bedeutet trotzdem noch eine Effizienz von 86%. Das heißt, mit den Komponenten, die ihr jetzt hier habt, seid ihr mit dem Netzteil auf alle Fälle auf der sicheren Seite, braucht ihr keine Angst haben. Wenn ihr allerdings ein paar Euros mehr ausgeben könnt, das habe ich jetzt nicht als optionale, die kommt trotzdem noch was anderes, dann nehmt euch ein besseres Netzteil von Be Quiet, von Seasonic, 500 Watt, kosten so um die 50 Euro. Ja, das sind nur 13 Euro, aber wir werden es gleich sehen, wenn wir uns den kompletten Preis anschauen. Das sprengt schon wieder unseren Rahmen. Und deswegen habe ich mal von Enermax das Max Pro 2 rein. Ist ein ordentliches Netzteil, auch wenn es absolut im Einsteigersegment angesiedelt ist. So, jetzt kommt die letzte Komponente, die optionale. Und das ist sehr teuer. Ich finde allerdings ein sehr wichtiges Gerät für einen Gaming-PC. Viele unterschätzen das. Eine Soundkarte, eine separate Soundkarte ist wirklich richtig, richtig toll. Und wer noch nie so ein Teil gehört hat und immer nur mit dem Onboard-Quiekensound, vor allem von solchen Mainboards wie das MSI B460M Pro, gewöhnt ist, den empfehle ich echt mal so eine externe Soundkarte. Die kostet leider aktuell gerade so um die 70 Euro, 71 Euro. Ist natürlich nicht ganz so günstig. Wer es leisten möchte, den empfehle ich das Teil. Ist vor allem von Creative, Xi-Fi, Soundblaster Z eine richtig tolle Soundkarte für den niedrigen Preis. Die gehen auch noch so bis 200, 300 Euro. Macht euch da keine Gedanken. Aber das Teil ist auf alle Fälle eine Empfehlung wert. Und nun fehlt nur noch der Preis. Ja, da habe ich schon lange vom Preis erzählt. Das Ding ist wirklich heiß. Der Preis ist heiß. Ja. 529 Euro, ich habe das Budget ein kleines bisschen überschritten. Also alles, was ihr jetzt hier seht, die zwei grünen Komponenten und die ganzen weißen Felder ergeben 529 Euro. Die ganzen anderen optionalen Sachen sind nicht mit drin. Somit kann jeder für sich entscheiden, was er denn gerne haben will. Ihr könnt natürlich nach wie vor euch auch gerne einen AMD-Prozessor kaufen, dann liegt er aber noch teurer. Dann, ihr habt zwar vom Board her nochmal 10 Euro gespart, wenn ihr da die übelste Sparvariante nehmen wollt, aber ihr müsst beim Prozessor so 30, 40 Euro für einen angemessenen 4-Kern oder eben dasselbe Geld für einen angemessenen 6-Kerner ausgeben. Und damit können wir, würde ich mal sagen, weitermachen und gehen zur 750 Euro Konfiguration. Hier sehen wir unsere beiden Komponenten aus dem 500 Euro PC wieder. Das Gehäuse allerdings ist jetzt auf einem weißen Feld. Das sehen wir also bei dem 1000 Euro PC nicht mehr wieder. Da gibt es ein bisschen besseres Modell. Der Speicher allerdings, der G-Skill AEG 16 GB, der bleibt. Das ist wirklich ein gutes Modell für 56 Euro. Kann man wirklich nichts falsch machen. Ihr habt vielleicht erwartet, das ein oder andere Bling-Bling-Gerät schon zu sehen. Also RGB, das muss ich euch sagen, wird eng werden diesmal, einfach weil der Preis es einfach nicht zulässt. Wir müssen viel, viel mehr Geld für RGB-Komponenten momentan ausgeben. Das würde den Preisrahmen immer sprengen und ihr hättet einfach viel weniger Budget für einen ordentlichen PC. Deswegen ist RGB diesmal, tut mir leid, fehl am Platz. Wer jetzt aufmerksam beim Arbeitsspeicher zugehört hat, der weiß jetzt schon, was für eine CPU kommt. Denn AMD-Prozessoren verlangen nach schnelleren Arbeitsspeicher. Und Intel-CPUs begnügen sich mit so einem 3000 MHz Riegel, um optimal zu funktionieren zumindest, sagen wir es mal so, für einen Otto-Normalverbraucher. Für Enthusiasten kann man natürlich auch schnellere kaufen, 4000 MHz ohne Probleme, ist aber in der Regel nicht unbedingt sinnvoll. Deswegen das 3000 MHz Kit bleibt für den Intel Core i5-10400F. Eine Wahnsinns-Prozessormaschine, ich sag's euch wirklich, das Ding ist super.
liegt auf dem Niveau des Ryzen 5 3600. Die Dinger sind ungefähr gleich schnell, aber der Preis, der ist fantastisch, wirklich. Ja, hört sich ein bisschen schräg an, aber der ist wirklich spitzenmäßig. Vor allem, wenn man den Preis des 3600 aktuell sieht, der liegt so um die 200 Euro, 190 Euro. Das Ding ist mal bei 150, 160 Euro gewesen, liegt aktuell bei um die 200 Euro. Deswegen ist Intel momentan auf weiter Flur die beste CPU in dieser Preisregion. Für 144 Euro habt ihr 6 Kerne, 12 Threads und das Ding rennt wie Sau. Ein passendes Mainboard brauchen wir natürlich auch. Da haben wir diesmal eine etwas bessere Version. Ich habe euch mal ein bisschen was mit mehr Ausstattung rausgesucht. Diesmal das Gigabyte B460M DS3H. Auch wieder ein B460 Board. Die finde ich persönlich sind meiner Meinung nach die besten Boards für einen guten Preis und ja nicht so der übelste spittelige Kram im Einsteigersegment. Ihr habt wenigstens auch bei diesem Board schon 4 RAM-Slots, ihr könnt also noch mehr Arbeitsspeicher nachrüsten. Ihr habt mehr Platz für Lüfteranschlüsse und solche Sachen. Das Board ist im Großen und Ganzen einfach nochmal ein bisschen besser als das, was wir aus der 500 Euro Konfiguration kennen. Jetzt haben wir den Arbeitsspeicher schon besprochen, kommen wir mal zur Festplatte. Da habe ich gleich das Modell aus den optionalen Komponenten diesmal für den kompletten PC verwendet. Wir haben die Patriot Burst mit 960 GB als wiederkehrendes Teil. Also das Gerät sehen wir auch beim 1000 Euro PC wieder. Diesmal ist es aber die Hauptfestplatte, die Systemfestplatte und 1 TB ist auf alle Fälle besser wie dieses kleine 408 GB Gerät aus dem 500 Euro PC. Aber das Budget lässt es halt zu. Und deswegen ist das Ding diesmal mit dabei. Optional habt ihr natürlich immer noch die Möglichkeit, euch eine Seagate zu holen, ist klar. Jetzt kommen wir zur Grafikkarte. Das habt ihr bestimmt alle, da erwartet ihr schon längst alle vermutlich. Und da haben wir eine Asus Dual Radeon RX 5600 XT Evo. Das gute Stück ist ein Kompromiss. Es gibt momentan in diesem Preisbereich keine Grafikkarten, die schneller sind und günstiger. Es ist wirklich traurig, man muss es echt sagen. Die RX 5600 XT lag auch bei so 270 Euro, 260 Euro. Es gibt auch noch teurere Modelle von anderen Herstellern, die gehen bis 400 Euro die Dinger. Das muss beim besten Willen nicht sein. 319 Euro ist momentan der günstigste Preis. Diese Karte ist auch von Asus das Standardmodell, die bauen deutlich schnellere wie die Strix Variante. Für 319 Euro momentan der Straßenpreis ist noch ganz akzeptabel. Deswegen ist aktuell die RX 5600 XT für diesen PC in der momentanen Preislage die beste Wahl. Dann machen wir noch das Netzteil mit rein. Das fehlt jetzt noch. Und das wäre ein BeQuiet 500 Watt 80 Plus Bronze zertifiziertes Netzteil System Power 9. Die Einsteigerklasse bei BeQuiet, aber bei BeQuiet ist alles Premium, mehr oder weniger. Das ist schon ein guter Hersteller und baut gute Netzteile und ist auf alle Fälle eine Empfehlung wert. Auch das Ding kostet ein bisschen mehr gegenüber der Juni-Konfiguration. Da hatte ich das auch schon mal mit eingebaut. Da war es so bei 45 Euro, wenn ich mich recht entsinne. Ist zwar nicht viel, aber auch das ist ein bisschen im Preis gestiegen. Und jetzt fehlt noch eine optionale Komponente. Ja, was ist denn das? Das ist mal was Neues. Wenn ich es finde, hier. RGB. Ich habe es vorhin gesagt, das Ding ist nur optional, ist halt was Schönes. Aerocool Orbit RC 3x120mm Lüfterset. Also ihr könntet jetzt aus eurem Gehäuse diese Standardlüfter ausbauen und diese RGB-Dinger einbauen. Da habt ihr nicht wirklich mehr Leistung in eurem System, aber er blinkt eben schön in sämtlichen Farben, wie ihr es haben wollt. Von solchen Lüftern hatte ich bereits schon mal auf meinem Kanal was hochgeladen. Da verlinke ich euch das Video mal oben in der Infobox. Die Aerocool-Lüfter sehen wirklich sehr schön aus. Da gibt es auch verschiedene Modelle. Das Video oben in der Infobox ist vielleicht ganz nett, wenn ihr auf RGB steht und nicht ganz so viel Geld ausgeben wollt. Dann ist Aerocool vielleicht für euch eine ganz gute Alternative. Und was fehlt jetzt noch? Natürlich der Preis. Und habt ihr schon mitgezählt? Wir liegen nur knapp über dem Budget, also nur 9 Euro, die 750 quasi eingehalten. Wir haben aber auch wirklich starke Komponenten und der Intel i5 in dieser Preisregion ist absolut super krass. Für was steht eigentlich das F? Das habe ich noch gar nicht erzählt.
Das steht für eine deaktivierte Grafikeinheit. Es gibt noch einen 10.400K, der hat eine interne Grafikeinheit, aber wer will schon in den 750-Euro-Budget so einen billigen Intel-Grafikchip drin haben? Keines. Punkt, Punkt, Punkt. Also niemand möchte das. Wir haben eine Grafikkarte, deswegen ist das vollkommen uninteressant, diese integrierte Grafikeinheit. Und deswegen ist der Chip nämlich auch so super günstig. Der 10.400K oder auch KF gibt es auch noch. Der kostet deutlich mehr und liegt dann schon wieder preislich mehr am 3600 dran. Deswegen ja 144 Euro für den 10400F, das ist grandios. Dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt weiter zur 1000 Euro Gaming PC Konfiguration. Ja, sehr viel grün, diesmal haben wir sehr viele Felder. Wir nehmen 6 Komponenten gleich mit in die 1500 Euro PC Konfiguration. Dieser 1000 Euro Rechner ist eine ganz gute Basis für den ganz großen 1500 Euro Rechner. Und ja, auch der Arbeitsspeicher ist wieder mit dabei und die SSD aus dem letzten Rechner, aber trotzdem, ja, wer ein bisschen bei Meteor aufgepasst hat, ich verrate mich natürlich schon so ein bisschen mit dem Arbeitsspeicher, der weiß, welche CPU jetzt kommt. Auch in dieser Preisregion haben wir einen Intel CPU drin. Auch dieser reicht mit 3000 MHz DDR4 Arbeitsspeicher. Ein Intel Core i5 10600KF in der Tray-Version diesmal, also ohne Boxkühler. Dazu kommen wir gleich. Wir bauen diesmal einen ordentlichen CPU-Kühler ein. Dieser i5 ist eine wahnsinnsbrachiale Maschine. Wir haben für läppische 210 Euro eine Leistung von dem Ryzen 7 3700X. Und wer mein Video vom Juni gesehen hat, der weiß, dass der Ryzen 7 3700X damals in der 1500 Euro Konfiguration war. Also demzufolge könnte man ja denken, ja, eigentlich ist es ein super Preis, die Preise sind doch günstiger. Ja, in dem Fall bei dem Intel Chip stimmt das, aber im großen Ganzen muss man sagen, da kommen wir aber später gleich noch dazu, leider doch nicht, die Preise sind eher gestiegen. Aber dieser Prozessor, dieser Intel Chip für 210 Euro, Wahnsinn. Ich hatte es vorhin gesagt, der Ryzen 5 3600 liegt ungefähr bei 200 Euro, 190 Euro, je nachdem wie die Tagespreise sind. Und der 10600K ist viel schneller, viel leistungsfähiger und kostet 210 Euro. Die momentanen Lieferschwierigkeiten bei AMD macht es möglich, dass wir Intel CPUs wieder kaufen können. Beim Ryzen 5000 und auch bei den RX 6000er Grafikkarten ist es wirklich zurzeit richtig düster. Die Dinger sind alle nur marginal lieferbar und AMD baut ja natürlich auch noch Grafikchips und CPUs für die Spielekonsolen, PlayStation und Xbox. Das alles zusammen führt dazu, dass AMD sehr große Schwierigkeiten mit der Nachfrage hat und muss den Markt natürlich auch irgendwie bedienen und kommt einfach nicht hinterher. Zusätzlich verlangen die Händler für AMD-Chips momentan einfach unfassbar viel Kohle. Die UVP von solchen Ryzen 5000 Chips liegt im Schnitt so 100 bis 200 Euro niedriger, als wie sie aktuell verkauft werden. Und das ist nicht cool. Bei Intel sieht es allerdings anders aus. Die Dinger sind günstig, sie sind schnell, die brauchen nur ein bisschen mehr Strom, aber mein Gott, dafür kosten sie auch nicht viel. 210 Euro ist einfach ein Spitzenpreis und deswegen ist der CPU in der 1000 Euro Konfiguration auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Machen wir gleich weiter mit dem Mainboard. Wir brauchen natürlich auch einen passenden Sockel 1200 Untersatz. Habe ich schon wieder ganz schön viel über die CPUs erzählt. Ja. Aber die Lieferengpässe bei AMD macht es einfach möglich, dass wir jetzt aktuell wieder mehr Intel-Chips in die PCs einbauen können. Und das passende Mainboard dazu ist das Gigabyte Aorus Pro B460M. Ist ein sehr gutes Board, das habe ich auch zu Hause schon getestet. Das gibt es eben auch in dem Video, was ich vorhin schon verlinkt habe in der Infobox mit der RX 570 und dem i3 10100. Das kostet ein bisschen mehr als das AMD Pendant. Das AMD Board kostet so um die 75 Euro. Also hier sind sie wieder ein bisschen teurer, aber im großen Ganzen mit dem Chip zusammen sind wir bei 300 Euro. Wenn wir den Ryzen 7 3700X jetzt mal als Pendant hernehmen, der hat natürlich 8 Kerne, ist auf alle Fälle im Multicore-Betrieb deutlich besser. Das muss man auf alle Fälle sagen, aber bei Spielen und für den Otto Normalverbraucher ist der Intel Chip schon eine Hausnummer, vor allem für 210 Euro. Bei AMD bist du so bei ungefähr 400 Euro. Der Ryzen 7 3700X kostet so 330 Euro aktuell. Der war auch schon deutlich günstiger. Der lag mal bei 260 Euro, 270 Euro.
So, machen wir mal lieber schnell weiter. Das Video wird schon wieder viel zu lang. Ich ahne es. Auch obwohl ich es noch nicht geschnitten habe. Ja, das ihr wisst jetzt schon, aber ich noch aktuell jetzt nicht. Deswegen, Grafikkarte. Das ist eine Gigabyte Radeon RX 5700 Gaming OC in der 8 GB mit 8 GB Videospeicher für unfassbar teure 400 Euro. Das Teil, die Gigabyte jetzt zwar nicht, aber die RX 5700er Grafikkarten ohne XT lagen mal bei 300 Euro, teilweise sogar unter 300 Euro. Ist eine Hausnummer. Das muss man sagen, ihr kriegt es nicht günstiger. Es gibt zurzeit nichts günstiger. Bei Nvidia nicht, bei AMD nicht. Diese Grafikkarte ist für den Preis aktuell der beste Kompromiss. Das vergleichbare Modell von Nvidia, die 2060 Super, kostet um die 450 bis 500 Euro. Eine etwas langsamere 2060 ohne Super kostet ähnlich viel wie diese Gigabyte. Und von AMD sieht es eben genauso traurig aus. Die 5700 XT kostet 500 Euro. Die war auch mal bei 450 Euro, teilweise 400 Euro. Ich verlinke euch nämlich mal oben in der Infobox eine richtig coole Konfiguration. Die habe ich im Oktober gemacht. Also gerade mal 1,5 Monate ist das her. Da war eine 5700 XT in dem 1000 Euro PC und den Ryzen 7 3700X. Davon habe ich auch schon ein Spiele-Benchmark-Video gemacht. Auch das verlinke ich euch mal oben in der Infobox. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Das ist ein recht vergleichbares System. Auch wenn die 5700 ohne XT einen Ticken langsamer ist, so spiegelt sie doch ungefähr dieselbe Leistung wieder wie in den Videos. Und währenddessen ich jetzt so viel erzählt habe, ist mir aufgefallen, dass ich ja die optionalen Komponenten gar nicht mehr eingeblendet habe und zusätzlich auch noch mein schönes Logo. Das kommt zuerst wieder rein und jetzt haben wir noch die ganzen optionalen Komponenten noch mit rein. Zack, das dauert jetzt mal ganz kurz und diese da. Ja, das ist ja, beim Erzählen irgendwie untergegangen. Die Seagate-Festplatte, immer eine Option, das ist klar. Und auch das Solderkabel habe ich wieder mit reingenommen. So, nun kommen wir noch zu den letzten drei Komponenten. Das wäre zum einen das Gehäuse. Das zeige ich euch jetzt mal. Eine etwas bessere Version von Sharkoon wieder, das M25-W, hatte ich auch schon im letzten Video im Juni mitgezeigt. Ist ein sehr gutes Gehäuse, hat auch wieder Laufwerksschächte, wenn ihr das nicht braucht, ist klar, sucht euch einfach ein anderes raus. Das hat ein Seitenfenster, hat diesmal 3 installierte Lüfter, ist wirklich richtig gut, auch wieder mit blauen LEDs, leuchtet also auch, könnt ihr auf alle Fälle euch auch da an diesem Fenster erfreuen, wer es natürlich braucht. Und ansonsten kauft euch einfach ein anderes, was vielleicht zu ist, was doch mal wieder ein bisschen günstiger ist, könnt ihr wieder ein bisschen Geld sparen. Jetzt fehlen noch 2 Komponenten. Die eine ist der CPU-Kühler, den ich vorhin schon erwähnt habe. Der war auch schon im letzten Video im Juni mit dran, der BeQuiet Darkrock 4. Ein wirklich richtig schöner, solider Kühler. Der ist groß, der braucht auch ein bisschen Platz, deswegen habe ich dieses Gehäuse ausgewählt, das andere ist eh ein recht günstiges, eher im Einsteigersegment angesiedelt. Ist fast schon ein bisschen zu klein. Das hier passt auf alle Fälle zum Darkrock dazu. Der braucht viel Platz, deswegen passt aber auf, wenn ihr euch ein Gehäuse kauft. Und dieses Ding von 59 Euro ist natürlich ein bisschen teurer, aber wir haben auch mit 1000 Euro ein ganz gutes Budget. Ja, den sehen wir dann auch im 1500 Euro PC wieder. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Komponente. Wir müssen wieder alles mit Strom versorgen. Diesmal ein sehr gutes Modell von BeQuiet, das Pure Power 11 80 Plus Gold Zertifizierung 600 Watt für 77 Euro. Das ist einer der wenigen Komponenten, lustigerweise, die im Preis gefallen sind. Die waren vor ein paar Monaten deutlich teurer. Netzteile waren da, ja, haben mehr gekostet, die sind gut gefallen. Die Leistung reicht auch in jedem Fall für unseren 1500 Euro PC aus. Da ist eine etwas stärkere Grafikkarte wieder drin, nur geringfügig. Die braucht auch ein bisschen mehr Strom, aber das Netzteil wird auf alle Fälle ausreichen. Bevor wir allerdings zu dem kommen, müssen wir natürlich jetzt noch den Preis mit einblenden. Wer hat mitgezählt? Ja, wir liegen ein paar Euros drüber. Ja, 37 Euro sind bei 1000 Euro irgendwie nicht mehr ganz so viel. Bei 500 Euro wäre es schon ganz schön viel mehr. Diesmal finde ich es eigentlich okay. Ja, ihr könntet hier und da noch ein bisschen knausern. Beim Mainboard könntet ihr wieder eine kleinere Version nehmen, würde ich euch aber nicht unbedingt empfehlen. Es ist halt so, wie es ist. Ich habe es auch in der Einleitung gesagt, ab 1000 Euro werden die Preise wirklich unfair.
Ich würde sagen, wir gehen weiter zur 1500 Euro Konfiguration. Diesmal habe ich gleich aufgepasst, die optionalen Komponenten sind mit drin und auch mein Logo sieht man gleich sofort. Ja, und auch die wiederkehrenden Teile sind in ihren Feldern schon zu sehen. Ich habe ja bereits schon alles drüber erklärt. Ich glaube, das können wir uns jetzt sparen. Und jetzt fehlen natürlich hier diese drei wichtigen großen weißen Felder, die wir noch ausfüllen müssen. Eins davon ist vielleicht nicht ganz so spektakulär, hatte ich aber bisher im Video noch nichts drüber erzählt. Wem es vielleicht aufgefallen ist, diese NVMe SSD ist die Samsung 970 EVO Plus 500 GB. Die gab es bereits schon im Juni im 750 Euro PC. Zwar nicht mit 500 GB, da waren es nur 250, aber sie war zumindest dabei. Und sie war damals auch bei einem ähnlichen Preisniveau, wie jetzt die 500 GB Version liegt. Also auch die sind günstiger geworden. Trotzdem sind sie vom Preis her einfach geopfert worden, damit ich eine halbwegs gescheite Grafikkarte in die jeweilige Konfiguration einsetzen kann. Wenn ich das nicht machen würde, dann müssten wir hier und da in die Kategorie runtergehen. Ja, und das ist einfach irgendwo, denke ich, nicht Sinn und Zweck der Sache von so einem Gaming-PC. Eine NVMe-SSD ist natürlich toll, wenn ihr sie habt. Die ist unfassbar schnell, die beschleunigt euren Windows-Rechner in ungeahnte Geschwindigkeiten. Das kopiert schnell, das lädt schnell, aber euren PC an sich im Spielen macht sie nicht schneller. Deswegen habe ich die einfach mal bei den kleineren PC-Konfigurationen rausgelassen. Dann machen wir mal noch weiter mit den beiden wichtigen Komponenten. Ihr wisst natürlich, CPU und Grafikkarte fehlen. Und auch hier dasselbe Bild wie bei den ganzen anderen Konfigurationen. Wir verbauen einen Intel-Chip. Auch in der 1500 Euro PC-Konfiguration ist es preislich, preis-leistungstechnisch eher nicht sinnvoll, sich momentan einen AMD-Chip einzusetzen. Der 10700KF, also übertaktbar, ohne Grafikeinheit in der Tray-Version. Wir haben einen Boxkühler weggelassen, brauchen wir nicht, kostet unnötig viel Geld. Wir haben einen Be Quiet Darkrock 4. Für 334 Euro Spitzenpreis. Das Ding hat die Leistung eines 9900K. Da hat kein Ryzen 7 3700X eine Chance. Und der kostet aber so viel. So, und der 3800X ist auch noch ein Tick langsamer und der kostet noch viel mehr. Deswegen zurzeit ist ein Intel Core i7-10700KF die beste Variante für einen 1500 Euro PC. Wir können natürlich auch noch ein bisschen jonglieren und könnten jetzt hier noch sagen, wir bauen noch einen stärkeren CPU ein und lassen halt die NVMe SSD weg. Solche Sachen gehen natürlich. Dann können wir auch einen AMD-Chip wieder einbauen, damit wir die 1500 Euro Grenze einhalten. Das ist natürlich immer bloß so eine selbstgesetzte Grenze. Ihr könnt auch ein paar Euros mehr ausgeben und baut euch wieder ein AMD-System. Das ist kein Problem. Aber eben für die 1500 Euro passt dieser Prozessor momentan am besten dazu. Und damit kommen wir nämlich jetzt zum letzten und spannendsten Gerät und da muss ich eigentlich auch schon wieder am meisten dazu erzählen. Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu halten. Hier ist eine RTX 3070 von Nvidia dabei, eine Gigabyte Vision. Das ist halt so ein ganz tolles neues Modell, ist halt so ein weißes Design. Ich habe dieses jetzt mal genommen, weil das aktuell im Preis das günstigste ist. Das sind echt Tagespreise und ich habe es vorhin schon gesagt, die Lieferbarkeit bei AMD ist genauso bescheiden wie diese RTX Grafikkarten bei Nvidia. Die gibt es quasi nie und wenn sie da sind, dann kosten sie viel Geld. Mit diesen 689 Euro liegt Gigabyte aktuell über 200 Euro über dem UVP von Nvidia. Natürlich ist das jetzt wieder eine besondere Version mit Custom-Kühler. Aber am Ende ist es trotzdem nur eine RTX 3070, die Nvidia mit einer UVP von 499 Euro angegeben hat. Dass Custom-Modelle ein Ticken teuer sind, ist schon klar, aber keine 200 Euro Aufpreis. Und das ist nur das günstigste Modell, was ihr momentan kaufen könnt. In dem Preisbereich gibt eigentlich auch AMD seine 6800 XT-Variante an. Die ist viel, viel, viel schneller. Aber auch die kostet viel, viel, viel mehr Geld. Die kostet 800 Euro, die kostet 900 Euro. Also ihr seht schon, Grafikkartenpreise sind momentan einfach nur unverschämt teuer. Und eigentlich, das habe ich eben auch anfangs schon gesagt, ist momentan keine gute Idee in dem 1500 Euro PC-Geschäft hier sich was zu kaufen. Also wenn ihr nicht unbedingt müsst, dann wartet noch bis ins Frühjahr.
So lange wird es wohl noch dauern, bis die Preise sich wieder regulieren und sich auch die Liefersituation der einzelnen Teile wieder etwas verbessert hat. Die beiden Hersteller geben sogar an, dass es wohl noch bis ins Frühjahr dauern wird, bis sich das alles wieder reguliert hat. Wenn ihr euch aber trotzdem gerne einen Rechner mit so einer Grafikkarte oder eben auch mit einem Pendant von AMD, wie zum Beispiel der RX 6800, kaufen möchtet, dann kauft nicht gleich das erstbeste Modell, wie jetzt das, was ich jetzt zum Beispiel hier exemplarisch mal reingelegt habe. Guckt nach den Preisen. Die UVP von der RTX 3070, wie gesagt, bei 499. Eine 3060 Ti liegt bei 399. Eine AMD Radeon RX 6800 bei 549 und eine 6800 XT, da weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber um die 600 Euro, ungefähr so wie aktuell die Gigabyte Vision jetzt kostet. Deswegen guckt nach, vergleicht die Preise und kauft nicht das erstbeste Modell. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ja, wir haben es geschafft. Ja, ich weiß, das ging wahrscheinlich schon wieder ewig lang. Ich habe es ja noch nicht geschnitten, noch weiß ich nicht, wie viel Zeit jetzt hier verbraten wurde. Ihr seht es ja hier unten schon, sind bestimmt schon wieder 40, 45 Minuten. Aber ja, hey, wann gingen meine Hardware-Einkaufsführer-Videos schon mal kürzer? Es ist aber auch sehr viel Stoff, was ich euch erklären muss oder erklären will. Schließlich solltet ihr ja auch keine Hardware kaufen, die irgendwie Schrott ist und einfach blindlings das erstbeste Modell nehmen. Deswegen gibt es halt auch ein paar Erklärungen immer wieder zu dem einen oder anderen Teil mit dazu. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geht. Wenn ihr mir ein Abo da lasst und die Glocke aktiviert, verpasst ihr keine weiteren Videos. Es wird zu Weihnachten wieder eine neue Runde WoT geben, was Lustiges soll es werden. Und auch zu Silvester gibt es eine schöne Runde. Und im Neujahr wird es dann wieder ein neues Hardware-Video sein. Was es dann ist, lasst euch am besten mal überraschen. Drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr es auf keinen Fall. Bis dahin, macht's schön gut und ciao.